Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Herrn Geisch. So, Epic Games hat schon wieder am neuen Gleiter Redeployment gearbeitet. Da wird ja ständig was umgestellt, also dann hatten sie es mal im normalen Battle Royale Modus gehabt, jetzt haben sie ihn wieder rausgenommen, dann haben sie es in den normalen Modi viel langsamer gemacht, also da bist du bald eingeschlafen in der Luft. War es natürlich ein mega leichtes Ziel, dann haben sich die Leute darüber beschwert, sind fast durchgedreht, haben gesagt, was ist das denn für ein Käse? Ja, und jetzt haben sie es letztlich wieder, also die Geschwindigkeit beim Gleiter wieder erhöht, beim Redeployment. Also insofern schauen wir mal, wie oft da noch was gemacht wird. Auf jeden Fall bin ich ganz froh, dass die Geschwindigkeit wieder erhöht wurde, weil das ist echt heftig, wenn du dann kaum vom Fleck wegkommst in der Luft und irgendein Gegner hat im Visier, das macht dann keinen Spaß mehr. So, dann kommen wir doch jetzt einfach mal hier zum Item Shop von heute. Dann haben wir hier den Mothmando. Der Herr sofort hat gesagt, was ist das denn für ein Schrott? Und wenn ich dem mehr als 0 Punkte gebe, dann dreht er durch. Ich habe ihn bis jetzt noch nicht gesehen. Ich muss sagen, ich finde den eigentlich ganz witzig. Ich weiß zwar überhaupt nicht, was das Ding jetzt hier in Fortnite zu suchen hat. Er sofort, aber es tut mir leid. Aber ich muss dem mehr geben als 0 Punkte. Ja, und der Mothmando, der Mottenmann, was hat er denn da? Ja, irgendwie, ich weiß nicht, also das Ding ist schon irgendwo ganz witzig und kriegt von mir immerhin 5 von 10. Also irgendwo so mittendrin muss man sich mal treffen, ne? So, und aktuell die Bewertungen. Es sind schon erste Bewertungen da für den Mothmando. Und das sieht folgendermaßen aus. 4,17 von 5 bei 6 Votes. 3 Reminders bis jetzt gesetzt. So. Dann geht's weiter. Dann haben wir hier, das ist halt geil. Also die Idee ist geil, ne? Der Mothman, der zu der Lampe soll. Ein Lampenständer als Picke. Finde ich eigentlich ganz interessant. Ich würde ihn nicht so, also ich würde den nicht benutzen, aber 7 von 10 kriegt von mir dieser Lamp. Der ist schon irgendwo cool. Oh, sogar 4,75 von 5 bei 4 Votes. Guckt euch das an, ey. Also, ich finde den auch irgendwie ganz cool. So, dann haben wir hier, oh, den Flutterbug. Oh, hui. Hui, 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 hui. Ui, 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 ui. Was ein geiles, also schon ein cooles Ding hier. Kriegt von mir 9 von 10, der Flutterbug. Finde ich echt ganz cool, muss ich sagen. Und hier haben wir 3,33 von 5 bei 3 Votes. So. Dann geht's los, dann kommen wir zu den Daily Items. Und da haben wir Shade aktuell. Ah, oh, Shade ist jetzt, kriegt von mir 4 von 10, 5 von 10, gehen wir mal 4 von 10, 3,47 von 5 bei 17 Votes, am 3. August erstmal drin gewesen, 44 Reminders. Jetzt kommen wir zu einem, muss mal ganz kurz das jetzt hier hoch machen. Ich mach's nochmal neu. Das ist schon echt witzig, ja.
Kriegt von mir 8 von 10. Der Busy Emote. Schauen wir da mal ganz kurz. 3,7, 8 von 5 bei 9 Votes. 5. November 2018 ist das erste Mal drin gewesen. 105 Reminders seitdem. Dann haben wir den Devastator. Und der Devastator, ja, kriegt von mir 5 von 10. Hier 4,29 von 5 bei 7 Votes. 25. Dezember 2017 das erste Mal drin gewesen. 14 Reminders. Okay. Jetzt kommen wir zu einem Emote, den ich persönlich mega, 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 mega geil finde. Immer wenn ich den Emote sehe, muss ich an einen smooth Film Pulp Fiction denken. Mega geiler Film. Und der Twist ist einer meiner Lieblings-Emotes und kriegt von mir 10 von 10. So. Hier 4,45 von 5 bei 11 Votes. 14. Juli 2018 das erste Mal drin gewesen. 106 Reminders. Ich finde die mega nice. Dann haben wir hier den Icebreaker. Ja, kriegt von mir 5 von 10. Und da haben wir 3,38 von 5 bei 13 Votes. 16. Januar 2018 das erste Mal drin gewesen. 46 Reminders. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Und ja, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Und läutet die Glocke und schaltet es nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir immer gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.